Willkommen zu einer neuen Folge von TrackTech 3. Ja, ich habe gemerkt, ich habe ein Problem. Ich brauche Enderperlen. Das habe ich ja schon das letzte Mal festgestellt. Aber ich habe da gerade eine schöne Alternative gesehen, wie ich an Enderperlen komme. Das da kennt man ja. Wie gesagt, ich bräuchte ja dafür 4 Stück. Von den Fragmenten bräuchte ich 5, habe ich mittlerweile 4. Diese Enderblumen habe ich noch gar nicht. Ja, und dann schaue ich da so ein wenig rum und ich entdecke hier oben einen Enderfurnace. Das heißt, ich kann hier was braten und mit 2 Köpfen kriege ich 4 Perlen raus. Ja, Köpfe. Haben wir ja, wie wir wissen, einige übrig. Als hätte ich gesagt, bauen wir uns mal einen Enderfurnace und probieren den mal. Da brauchen wir jetzt Endstone und ein Eye of Ender. Ist zwar schwer, aber durch Genny ist das gar nicht mehr so schwer. Denn wir haben ja in den Kisten Endstone gefunden. Und den müssen wir jetzt nur noch finden, wo ich den hingeräumt habe. Da ist Fuß, da ist Hau mich tot. Dust. Endstone. Guten Tag. Da war der Last. Sulfur, danke. Tschüss. So, ich bin auch momentan fleißig dabei, weiter die Landschaft zu bearbeiten. Und ja, das zeige ich euch alles dann. Und ich habe mir schon mal erlaubt, den ersten Turm zu bauen, den wo ich brauchen werde. Und ja, das, wie gesagt, das zeige ich euch dann jetzt alles gleich. So, dann hätte ich gesagt, den Pulverizer mal schnell ein Rod rein. Wir haben Blaze Powder. Ja, super, ich habe die Enderperle vergessen. Ja, klar. Schön vorsichtig behandeln. Sie darf nicht kaputt gehen. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt ein Eye of Ender. Die in der Mitte. Drumrum. Und ich habe ein Ender Furnace. It's new. Hatte ich auch noch nie. Probier mal aus. Probier mal zusammen aus. Okay. Dann hätte ich gesagt, ich brauche Köpfe. Dann hole ich mal welche. Dann macht es auch Sinn, dass ich denen immer schön die Köpfe abhau. Wenn ich jetzt da draus Enderperlen kriege. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich hier Endstone. Zombie-Kopf. Nochmal Kopf. Okay. Ja. Verbraucht aber richtig viel Endstone. Aber ich habe 4 Enderperlen. Hippie! Okay, aber es darf nicht ausgehen, weil sonst schafft das nicht. Alles klar. Ach ja. Halt, war da oben. So, ich brauche auf jeden Fall 4 Stück für die Pflanze. Ja, und ich möchte heute in der Folge noch was anderes basteln. Und Mooscraft wollen wir auch ein wenig ausprobieren. Das heißt, dass ich bis zum nächsten Mal dann anfangen kann, mir schon mal die ersten Seiten zusammenzusammeln, dass wir dann mal irgendwann ein eigenes Buch kreieren können. So, sehr schön. Ich probiere das jetzt mal. Ah, okay. Das heißt, ich nehme jetzt dann die Enderperlen als Treibstoff. Dann gehe ich mal schnell hoch und los und hole noch ein paar Köpfe. Juhu. Das ist cool. Also, Genny wird immer geiler.
Das heißt, es macht richtig Sinn, jetzt Köpfe zu hauen. So, dann nochmal dich. 12 Stück. Ah, dich kann ich auch schon wieder raus tun. Na, wobei, einen lasse ich noch drin. Und dann die nächsten Köpfchen. Haben wir hier auch nochmal Receipts? Ah, okay, ich kann aus Stein, kann ich Endstone machen. Aha, aus einem Witherhead kann ich einen Netherstar machen. Okay. Aus Papier kann ich Endertext machen. Ich kann auch Emeralds herstellen. Interessant, interessant, was man hier alles kann. Ah, Time Manipulator. Ich wollte schon sagen, ich muss jetzt die Uhr von Bibliocraft bauen. Da kriege ich ein Drachenei raus. Das wäre leicht übertrieben. Okay. Man kann aus Rotten Flesh kann man Raw Beef machen. Cool. Ah, man kann sich jetzt auch die Schallplatten alle herstellen. Blumen verdoppeln. Ja, der Ofen ist sehr interessant, finde ich. Und nochmal die letzten. Und bei mir stürzt gerade schon wieder die FPS-Zahl ab. Das ist total doof. Ja, aber das Problem mit, wir haben zu wenig Enderperlen, ist auch vorbei. Das ist doch mal nett. Sobald ich in den Ofen bin, ist es lustig, weil die FPS-Zahl sofort runter auf 11% oder so. Ist nicht schön. Seht ihr? Plopp, 11. Da gibt es wohl leichte Performance-Probleme mit dem Herrn Ofen. Aber ich habe es hergestellt. Ihr habt es gesehen, wie man es herstellt. Einwandfrei. Das heißt, ich kann jetzt damit arbeiten. Wie gesagt, 4 Stück werde ich mir auf jeden Fall mal auf die Seite packen. Dass ich dann damit auch ja, meine Crop-Pflanze anpflanzen kann. So, und dann hätte ich gesagt, machen wir mal schnell eine Führung. Denn ich habe auch beim letzten Mal wegen Bullshit erzählt mit dem Bienenkörbchen. Und zwar, ich brauche natürlich eine Wooden Pipe, die ist unten drunter. Ein Redstone-Engine. Die natürlich alles rauspumpt. Dann einfach Stone Pipe. Und dann da drauf. Und dann habe ich halt jetzt eingestellt Any Bees. Und zwar nur Commons. Soll er bitte in den Apiary schmeißen. Und alles andere in die Kiste. Macht er. Und alle, wenn man das nicht so einstellt, dann tut er auch die Drohnen, die wo übrig sind, nicht in die Kiste packen. So, habe ich jetzt mittlerweile aufgestellt, einmal für die Common, einmal für die Meadow und einmal für die Forest, damit man halt am besten arbeiten kann. Die sind momentan leer. So, dann habe ich hier noch ein Feld angepflanzt. Oder ein Feld gemacht. Gezogen, klingt's besser. Dass ich, ja, die Crops halt züchten kann. Aber das ist jetzt eben das, was mir heute noch in der Session, die wo ich jetzt aufnehme, auf jeden Fall auch erledigen will. Und zwar das zu automatisieren. Mit Mine Factory Reloaded geht es nicht. Also ich habe es nicht geschafft, dass ich es zum Laufen bekommen habe. Also machen wir eine Alternative. Und die geht. Und dafür brauche ich eben, wie gesagt, die Enderperlen. So. Klack. Geht auch.
wie gesagt, dass ich dann jetzt demnächst mal ein bisschen was von diesem Zeug da übrig habe, weil ich habe immer noch nicht alles zusammen und es wird schon wieder dunkel. Ab ins Bettchen. Haben wir Seeds übrig, jawohl. So, Obsidian. Ah, sehr schön. Wie gesagt, sobald es immer ein Stack ist, fange ich an, das umzuwandeln. Wow, wir haben schon 21. Das packe ich immer schön in meinen Rucksack. Man auch sieht, was da so rauskommt. Bis jetzt habe ich 48 Kupfer, 16 Adit und 48 Zinn. Mehr ist da noch nicht rausgekommen. So, dann schaue ich mal hier lang. Ja, ich habe 39 Honey Drops rausbekommen. Die schmeiße ich gleich wieder rein, weil natürlich wir brauchen Propolis. Wenn wir Glück haben, kriegen wir nochmal zwei raus. Das heißt, ich kann dann irgendwann ja, sozusagen die nächste Biene anfangen. Auf jeden Fall brauche ich auch noch ein Aviary. Die anderen, die wo ich da aufgestellt habe, die haben wir ja noch in der Kiste gehabt. Die haben wir das letzte Mal ja bei Dorfbewohnern geklaut gehabt. Was heißt das letzte Mal? Vor langer, langer Zeit. Da haben wir einen Block auf Quarz. Okay. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hier rein. Dann nehme ich ein halbes Stück Kohle und schmeiße die hier rein. Die werden wir nämlich gleich brauchen. Gut, und zwar, ich brauche von Ender.io. Wir wollen bauen die Farming Station. So, dafür brauchen wir Pulsating Crystals. Und zwar zwei Stück. Ja, und dafür brauche ich Pulsating Iron Nuggets und dafür brauche ich, um die herzustellen, ein Iron Ingot und ja, eine Enderperle. Ihr habt es gesehen. Und wenn ich jetzt Glück, ich glaube, ich war so intelligent. Ja, ich habe einen aufgehoben. So, muss schnell gucken. Okay. Genau, den Slice and Spice brauchen wir nämlich auch, weil ich brauche nämlich diesen hier. Das wird auf jeden Fall interessant, den zu bauen. Solarium. Wo stelle ich denn sowas her? Soul Sand und Gold Nugget. Okay. So, dann habe ich gesagt, ich brauche zwei Enderperlen. Und zweimal Eisen. Hier wird auch die Technik immer weniger, merke ich. Und ich glaube, langsam aber sicher, ja, nicht nur langsam aber sicher, ich bin mir ziemlich sicher, brauche Kohle. Ich glaube langsam, ich muss mal nachts irgendwann draußen rumlaufen und ein paar Köpfchen hauen. Juhu, es brummt wieder, aber Gott sei Dank angenehm. So, Pulsating Iron. Davon nehme ich welche mit. Dann brauche ich Diamanten. Die gehen. Also zur Neige gehen sie nicht. Wie gesagt, ich habe hier noch ein paar. Da habe ich wieder drei. Habe ich dann nur noch drei Diamanten? Will ich mich mittlerweile selber verarschen? Ah, und da habe ich noch 44. Okay. Die habe ich nämlich mittlerweile auch schon gefunden. So,
Ah, ich hätte sogar noch hier zwei Diamanten gehabt. Okay, das heißt, ich habe jetzt zwei Pulsating Crystals. Aber wir brauchen noch diesen Z-Logic Controller. Und dafür brauchen wir den Slice. Ein Spice. So, dafür brauchen wir. Okay. Ein Kopf. Und Solarium. Und zwar mehrere. Fünf Stück, also sieben Stück. Sieben Stück. Okay, dann vermute ich, dass das hinten ist. Halt. Köpfe habe ich noch einstecken. So, irgendwo habe ich Soul Sand, das weiß ich. Jo. Sieben Stück habe ich gesagt. Dann brauchen wir auch sieben mal Gold. Dann muss der hier drin sein. Und mittlerweile habe ich auch wieder 24 Pure Zatus Crystals gemacht. Also ich lasse die momentan immer wieder mal produzieren, wenn ich was übrig habe. Es dauert nicht lange, wie gesagt, ich schmeiße ich halt über Nacht rein und am nächsten Tag, also wirklich nachts. Also das heißt, ich schmeiße die um 12 Uhr oder wenn ich halt ins Bett gehe, um 11 Uhr rein, dann am nächsten Tag irgendwann so um 16 Uhr gehe ich da hin und dann sind sie fertig. Ja, und dann tue ich sie raus und heb sie auf. Dass wir damit auch mal arbeiten können. So, dann brauchen wir das da und wir brauchen das da. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Iron Axe und eine Schere. Gut. Ich nehme mal sicherheitshalber. Ich schmeiß gerade meinen Rucksack weg, bin ich blöd? Die Schere ist ja, glaube ich, noch das Einfachste. Ja, zwei Eisenplatten. Sollte mal länger hingucken. Ah, habe aber re doch recht noch lange noch hingeguckt. So, und dann brauche ich nochmal zwei Platten und zwei davon. Klack, klack. Und ich habe meine Iron Axe. So, was wir auch noch brauchen werden, ist Maschinen. Das heißt, ich brauche Stahlplatten. Zwei. Klack, klack. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, acht Stück zu machen. Mit einer Dampfsession. Also mache ich vier. Ich guck rüber. Ist mir sicherer. Ah, okay. Er ist schon fertig. Passt. Dann muss ich mal schauen, ob ich noch. Ja, Iron Bars habe ich auch genügend. Dann brauche ich einen Golden Gear. Ein ganz großes Kino. Aber nur eins. Ah, machen wir die Buildcraft-Ecke. Habe ich genügend Kabels einstecken? Wie ich mich bestimmen kennt. Nö. Ah. Ich glaube, unser Kellerpferd dreht wieder durch. Müsste man auch mal irgendwann mal rauskriegen. Okay, ein Stone Gear. Ein Iron Gear.
1, 2, 3, 4. Halt. Der müsste wieder voll sein. So, dann Gold. Also ich lasse das weiterhin da, weil das ist meiner Meinung nach teurer als das andere. Vom anderen hätte ich jetzt einfach nur 8 Gold-Ingots gebraucht. Und halt Zeit und Dampf. Und beim anderen brauche ich halt Eisen, Gold, Stein und Sticks. Gut, dann brauche ich für diesen Frame. Gut, du kommst dahin. Und die Stahlplatten kommen dahin. Und ich habe meinen Machine Frame.